Jo Leute, was geht ab? Flo wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde angespielt. Und heute sind wir mit dem Spiel Rift am Start. Der neue Patch ist da, 3.1. Der heißt irgendwie Sturm aufs Meer oder so. Oder Sturm auf dem Meer. Irgendwie so. Was auch für mich aber völlig irrelevant ist, weil ich habe das Spiel noch nie gespielt. Und ich werde jetzt erstmal anfangen. Der Ton ist jetzt noch ein bisschen laut, ich muss jetzt mal das hier auswählen und ich hoffe, man kommt gleich mal ins Menü rein. Jetzt kann ich erstmal hier wählen, ob ich Wächter oder Skeptiker bin. Hatte ich schon erwähnt, dass ich komplett blind hier reingehe? Ich glaube schon, ja. Ich nehme jetzt mal die Wächter, glaube ich. Ich bin von Grund auf nicht so ein Skeptiker. Warte mal. Die Wächter wurden von den Göttern erkoren, aus dem Jenseits zurückgekehrt, um die Welt vor Verderbnis der Drachen zu retten. Es ist jedem Wächter Vorbild herbestimmt, ein Held des Himmels zu werden. Die Skeptiker haben das Schicksal selbst in die Hand genommen, sich von der Vigile abgewandt, um ihren Plan zu verfolgen. Sie machen sich die Macht der Ebenen zu nutzen, um damit magische Technologien für die Verteidigung Telaras zu speisen. Ich nehme die Wächter. Wächter ist genau mein Ding. So, jetzt kann ich ein Volk wählen. Ein Hochelf. Ein Matuisianer. Achso, männlich-weiblich. Hochelf, männlich-weiblich. Oh, sieht ja sexy aus. Oder ein Zwerg. Oder eine Zwergin. Lange bevor es im Schein zerstört wurde, war das Ganze. Ja, aber wen soll ich denn nehmen, Freunde? So eine Dame hier. Hm? Todeswiderstand. Lebenswiderstand. Guck mal hier, diese Hochelfen können fliegen. Das ist ja ganz nett, ne? Ich glaube, ich nehme dieses Fliegen. Das ist cool. Das mag ich. Ich nehme so eine weibliche Hochelfin. Das ist genau mein Ding. So. Ein Weibchen. Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt hier? Oh Gottchen. Krieger, Magier, Schurke und Kleriker. Fangen wir mit dem Krieger an. Krieger kämpfen in der ersten Reihe und tragen Plattenrüstung, um sich in der Schlacht zu schützen. Tank, Schaden, Unterstützung. Magier sind Zauberwicke, deren einzige Verteidigung ihre Stoffrüstung, ihre mächtigen Magien sind. Schaden, Heiler, Unterstützung. Die können halt so ein bisschen heilen. Schurken legen Lederrüstung an und sind ausgerechnet so Nah- und Fernkämpfer. Schaden, Tank, Unterstützung. Krieger sind Experten der spirituellen Ketten. Des Spirituellen, die Kettenpanzer tragen und göttliche Macht einsetzen. Ich glaube, ich nehme einen Magier, oder? Magier? Oh, hallo. Ich Krieger ja auch geil finde, ehrlich gesagt. Ich bin ja eher so ein Krieger. Ich nehme einen Magier, komm. So eine Dame ist doch keine Kriegerin, oder? Ich nehme Magier. Okay. Zack, ja. Weiter. Hoppla. Das ist ja krass. So, jetzt kann ich mir noch was aussuchen. Der Anfänger. Ach so, okay. Aha. Ja. Gehen wir nochmal zurück, was man mit dem Krieger dann noch so auswählen kann. Verteidiger. Oberherr. Okay, ich gehe jetzt nochmal zurück zu Magier. Sorry, dass ich jetzt. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Ich dachte, mit Magier ist es dann abgeschlossen. Also, der Anfänger. Ruft eure tödlichen Verbündeten aus dem Jenseits und ihr werdet ihr großer Gebieter. Und keine Angst, was gestorben ist, das kann auch wiederbelebt werden. Bild bereitgestellt von Dunkett. Was ist da der Unterschied zum Schwerer? Ein mächtiger Elementarverein. Dieser Bild ist auch Solo-Spiel spezialisiert. Er wirkt jedoch nicht so viel Schaden wie ein Bild, der sich besonders auf Schaden konzentriert. Aha. Ein offensiver Magier, der Feuer entzündet, um seine Gegner aus der Entfernung zu vernichten. Ein offensiver Magier, der untote Begleiter und Todesmagie einsetzt, um seine Feinde zu vernichten. Hm?
Schnitter belegen den Gegner mit tödlichen Fluchen, um sie kontinuierlich bis auf nichts zu reduzieren. Dieser Bild konzentriert sich auf anhaltenden Schaden und verfügt über wenige Potenzial. Ah, ich glaube, ich nehme mal hier den Grab her. Hier habe ich so einen coolen Homie dabei. Sieht ganz lässig aus. Oder der Beschwörer. Komm, ich nehme den hier. Sorry, dass ich mich jetzt hier so lange aufhalte. Ach du Scheiße, das Gesicht. Kann man nicht irgendwie so eine Voreinstellung machen? Ey. Die 1 sah aber schon geil aus, aber so eine Standardpferde zu nehmen ist auch irgendwie scheiße, oder? Das Gesicht finde ich aber schon ganz cool. Mann, hier kann man ja alles einstellen. Das ist ja toll. Oh, die Haare. Waren eigentlich schon ganz nett so, oder? So ein bisschen frech nach hinten. Aber andere Haarfarbe, Mädchen. Wir brauchen blonde Haare. Oder? Platinblond. Strähnenfarbe. Ach, Strähnchen haben wir auch noch drin. Guck mal. Markierung. Ach, die hat Markierung im Gesicht. Mal rot. Körper. Größe. Klein, nicht so groß. Muss ja nicht so ein Kalb sein, oder? Achso, die Gesichtsform. Schmal. So sieht gut aus. Okay. Mach die Augenrotation, jetzt sehe ich's. Nase, nicht so groß. Okay, mein Name ist Let's Flow. Okay, das war die Charaktererstellung. Der König von Natosia wollte die Welt Regulos dem Zerstörer opfern. Aber wir Gläubigen widersetzten uns, stürzten den Tyrannen und metzelten seine Armeen nieder. Das ist bestimmt eine tolle Geschichte, aber die höre ich mir mal später an. So, jetzt bin ich gespannt, wie so die Grafik auf mich wirkt. So, das Spiel wird natürlich noch im Hintergrund geladen. Benutze die Tasten WASD, um deinen Charakter zu bewegen. W bewegt ihn vorwärts, S rückwärts, A dreht ihn nach links und D nach rechts. Mit der Leertaste kannst du springen. Wenn die rechte Maustaste gedrückt und gleichzeitig die Maus nach rechts oder links bewegt wird, kannst du deinen Charakter in diese Richtung drehen. Erinnere mich ein bisschen an WoW. Wenn du die linke Maustaste gedrückt hältst und gleichzeitig die Maus... Interaktion mit Questgebern. Euer Kommen war vorbestimmt. Sprecht mit Fane Dora. Steht zwischen Telara und dem Untergang. So, wo muss ich jetzt hin? Was heißt das jetzt? Hätte ich mir vorhin besser aufgepasst. Oh, was ist denn hier los? Aber ich wollte es leiser machen, ein bisschen, ne? Richtig. Einstellung. So, die Master Lautstärke haben wir ein bisschen runtergesetzt. Wo muss ich jetzt hin? Fane Doran, das ist ja. Achso, blau ist immer abgeben, okay? Fandor bitte euch, Aschgräu Shenlana der Freistadt dem geheiligten Hügel zu vernichten, annehmen. Wir werden Telara retten. Die Orte der Missionsziele werden auf der Minikarte und auf der Weltkarte angezeigt. Die Weltkarte kann über die Minikarte oder durch die Taste M aufgerufen werden. Ah ja. Achso, das sind diese Shenda, von der... Guck mal, kann ich jetzt hier... Moment. Oh! Wie geil ist das denn? Um es anzugreifen. Ihr könnt auch angreifen, indem ihr Fähigkeiten in eurer Aktion. Dann greifen wir an. Kristallgeschoss. Kann die auch Auto jetzt machen? Ja. Oh ja. Das ist ja nicht so stark. Ach, guck mal, ich habe hier noch einen Flammenblitz.
Warum ist der denn? Looten? Plündern. Okay. Wie viel Cooldown hat der denn hier? 8 Sekunden. Lass den mal in Ruhe. Ach so, das ist so ein Sofort-Cast. Ist ja geil. So, ein Kerzenstummel. Boah, der haut ja richtig rein. Krass. Ist ja ein geiler Cast. Aber irgendwie von den Animationen gefällt mir das jetzt noch nicht so krass. Und nochmal. Boom! So, die Quest ist fertig. Müsste fertig sein. Oder? Alle Gegenstände, die ihr seit dem letzten Öffnen eures Rucksackes erhalten habt, haben einen glühenden Rand zur besseren Auffindung. Sobald der Rucksack geschlossen oder der Gegenstand bewegt wird, verschwindet er. Aha. Okay. So, dann gehen wir die Quest mal ab hier. Oh, einen schwachen Heiltrank kriegt. Das ist gut. Oh, wie es abgeht. Blitz, Gewitter. Oh, danach kriege ich einen Zauberstab. 9. Ist ja natürlich nett. So, jetzt muss ich hier noch ein bisschen rumlaufen. Also vom ersten Eindruck, die Grafik gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Habe ich die denn, ist die denn so niedrig hingestellt? Das könnte das... Mal hoch. Gucken, was jetzt so... Wird mein ganzer Rechner abkackt? Der sieht schon besser aus. Mit einer Quest verbundene Gegenstände funkeln. Ich mach auf Mittel. Okay, mit einer Quest für gefundene Gegenstände funkeln. Ah ja, das haben wir hier. Mit angesammelt, okay. Zack, ein durchwirktes Schwert. Kann ich den hier auch angreifen? Renn nicht weg, Junge! Ich krieg dich. Oh, da hält noch einer aus, ist nicht so. Ah, guck mal, noch so ein durchwirktes Schwert. Ist das jetzt dumm, den direkt neben mir anzugreifen? Ja, ich glaube schon. Oh, da geht aber down. Oh. Was ist das denn hier noch? Ach so, ich kann ja noch einen beschwören. Okay. Das muss einem erstmal gesagt werden. Guck mal, hier so einen niederen Skelett-Eiferer. Ja, guck mal. Das ist ja jetzt hier. Bleiben, folgen, Angriff. Aggressiv, Verteidigung, passiv. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der jetzt so draufhaut, der gute Mann. Guck mal, wenn ich anfange zu casten, geht der schon ran. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Schaden der macht. 2? Jetzt nicht so viel, ne? Aber sieht dafür lässig aus. So, 4 von 4. Wir können die Quest wegbringen. Das heißt, wir müssen hier zurück. Ne, wir müssen nicht zurück, wir müssen hier weitergehen. Ich greife da nochmal ein bisschen weiter an. Jetzt gerade daneben geschossen, warum ein bisschen wenig Schaden gemacht? Okay. Weiter geht's. Quest abgeben, heißt es. Wie leckt es jetzt ein bisschen, seitdem ich die Grafik umgestellt habe? Aber es kann nicht sein, dass mein PC dafür zu schlecht ist. Das ist nicht möglich. Wahrscheinlich leckt es jetzt auch ein bisschen, weil ich halt immer noch nachlade. So, hier haben wir die Quest fertig. Und ich kriege jetzt einen neuen Start. Aha, neue Ausrüstung.
Wir werden Tilara retten. Ah, guck mal, ich kann jetzt hier Seelenpunkte verteilen. Das ist ja auch eine nette Sache. So, ich gucke mir jetzt mal meine. Komm mal ins Inventar. Ne, Gruppensuche war falsch. So. Auswahl Langstab. Zack, neuen Stab am Start. Mal auf jeden Fall schon mal mehr Schaden. Geil. Okay, ja, das ist Rift. Also, man muss sich natürlich jetzt noch mehr mit der Materie befassen. Die Grafik an sich und dieses Spielgefühl sagt mir jetzt in erster Linie ehrlich gesagt nicht so zu. Ich wollte es einfach mal anspielen und mal gucken, wie es so ist, weil ich habe schon viel davon gehört. Das hat damals, glaube ich, sogar Geld gekostet. Und jetzt ist es, oder ist schon länger Free-to-Play. Und jetzt habe ich gerade letztens gesehen, der neue Patch ist gekommen. Habe ich gedacht, spielst es einfach mal an. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Würde mich aber mal interessieren, wie ihr das findet. Und, oder ob ihr auch schon Level 65 oder ist jetzt hier das höchste? Guck mal, die sieht aber evil aus. Kann man aber, kann ich aber heute Nacht nicht schlafen. Oder ob ihr schon Level 65 seid? Oder was ist hier das höchste Level? Ich glaube 65. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ihr da mehr von sehen wollt, könnt ihr es auch gerne mal schreiben. Vielleicht überlege ich es mir ja nochmal. Und ja, das war es jetzt erstmal vom Ersteindruck von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Bleibt sauber und ja, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Ciao, ciao.